Hi, ich bin Marc und heute habe ich wieder einen Star Trek Klassiker für euch, nämlich Star Trek Classic, die Rückkehr von William Shatner. Eine Gruppe romulanischer Renegaten ist ein gemeinsames Bündnis mit den Borg eingegangen, um die Föderation zu vernichten. Dazu setzen sie ein gefährliches Werkzeug ein, nämlich den Mann, der ihnen ihre schlimmste Niederlage beibrachte. Den Romulanern ist es gelungen, Kirks Leiche auf Viridian 3 zu exhumieren und den Körper mittels neuester Nanotechnologie wiederzubeleben. Er soll dann den einzigen Mann töten, der die drohende Invasion noch abwenden könnte, Jean-Luc Picard. Im Film Star Trek Treffen der Generationen war Kirk ja am Ende seines gemeinsamen Kampfes mit Jean-Luc Picard gegen den mordenden Wissenschaftler Sorin dabei auf Viridian 3 gestorben und Picard hatte ihn ja auch dort beerdigt. Damit dachten wir ja eigentlich natürlich alle, dass das das Ende der Storyline von Captain Kirk ist. Dass ausgerechnet William Shatner seinen erfolgreichsten Charakter wieder zum Leben erweckt, ja, man kann sagen, ist natürlich sehr passend. Dieses Buch enthält dann auch noch ein bemerkenswertes Crossover. Die Hauptcharaktere aus der Classic-Serie mit Kirk, Spock und McCoy treffen auf Teile der Hauptcharaktere aus The Next Generation und Deep Space Nine. Und ganz besonders freut mich persönlich dabei, dass auch unsere geliebte Guinan wieder dabei ist. Denn gerüchteweise soll Whoopi Goldberg ja übrigens als Guinan jetzt auch in die Serie Picard zurückkehren. Das wäre wirklich mega. Das Buch Die Rückkehr suggeriert übrigens, dass die Sonde V'ger aus Star Trek der Film von den Borg geschickt wurde. Und außerdem hat das Borg-Kollektiv laut diesem Buch sozusagen verschiedene Arme, die unabhängig voneinander arbeiten und von denen Kirk einen zerstören kann. Den Autor William Shatner kennt ihr natürlich alle als Schauspieler. Und Shatner ist natürlich Schauspieler, aber auch Produzent, Regisseur und Musiker und wohl auch Autor. Berühmt wurde er durch seine Rolle als Captain Kirk, den er in der Serie Star Trek, also Raumschiff Enterprise, von 66 bis 69 spielte und eben auch in 7 Star Trek-Filmen. Und für seine Rolle als Anwalt Danny Crane in der Serie Boston Legal gewann er einen Emmy und einen Golden Globe. William Shatner lebt mit seiner Frau Elizabeth in Los Angeles. Und er ist vor kurzem tatsächlich wirklich ins All geflogen. Und wenn ihr jetzt noch ein weiteres spannendes Buch kennenlernen wollt, findet ihr mein nächstes Video genau hier im Endscreen. Ich sehe euch dann da. Bis gleich.